Ja, das große Bienensterben in den letzten Jahren, das hat echt riesen Auswirkungen. Kurz und knapp gesagt, werden nämlich mit den Bienen auch Millionen Menschen sterben, weil uns Nahrung fehlen wird. Was tun? Ein deutsches Forschungsteam macht jetzt Hoffnung, denn sie haben ein Gegenmittel gegen den größten Feind der Biene entdeckt, die Varroa-Milbe. Wie also das Gegenmittel gegen den Bienenparasiten wirkt und ob sich das Bienensterben so doch noch stoppen lässt, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Bei uns gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Dieses Video bekommt ihr, weil ihr euch das Thema über die WhatsApp-Gruppe auf Klicks und Science and Fiction gewünscht habt. Herzlichen Dank dafür. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das Aussterben der Bienen hätte katastrophale Folgen für die Menschheit. Es gibt Berechnungen, nach denen es durch entsprechende Ausfälle bei der Ernte zu mehr als 1,4 Millionen Todesfällen pro Jahr kommen könnte. Forschungsteams weltweit bleibt vielleicht nicht mehr viel Zeit, um die Bienen zu retten. Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass bereits in wenigen Jahren einige Bienenarten ausgestorben sein werden. Die Gründe? Den Insekten fehlt es an Nahrung. Ihr Lebensraum wurde für die Landwirtschaft in Beschlag genommen und auch der Einsatz von Pestiziden gibt ihnen den Rest. Der größte Feind der Bienen ist aber die Varroa-Milbe. Sie ist tatsächlich in der Lage, innerhalb von 1 bis 3 Jahren ein komplettes Bienenvolk auszurotten. Und genau deswegen könnte die Entdeckung der Hohenheimer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein echter Durchbruch sein. Nach 25 Jahren Forschung sind sie nun durch Zufall auf ein Gegenmittel gestoßen. Es geht um die Chemikalie Lithiumchlorid, die bislang kurioserweise als Enteisungsmittel eingesetzt wird. Die Vorteile sind enorm, es verursacht weder Resistenzen noch Rückstände. Zudem weist das Forschungsteam darauf hin, dass es wohl sowohl Bienen als auch für Menschen unschädlich sei. Lithiumchlorid kann sehr einfach und preiswert produziert werden und könnte den Bienen über das Futter verabreicht werden. Dazu der Leiter der Landesanstalt für Bienenkunde, Peter Rosenkranz. Lithiumchlorid kann man Bienen in Zuckerwasser aufgelöst füttern. Bei unseren Versuchen haben bereits geringe Mengen der Salzlösung ausgereicht, um innerhalb weniger Tage die auf den Bienen sitzenden Milben abzutöten, ohne Nebenwirkungen für die Bienen. Und das sind alles wirklich extreme Vorteile, wenn man bedenkt, wie Imker bislang mit befallenen Bienenstöcken zu verfahren hatten. Die wirklich aggressiven organischen Säuren oder chemischen Antimilbenmittel hatten viele Nebenwirkungen, die jetzt vielleicht Geschichte sein könnten. Und Lithiumchlorid ist keineswegs neu, es wird bereits als Trocknungsmittel und Enteisungsmittel eingesetzt, denn es handelt sich um ein in Wasser leicht lösliches Lithiumsalz. Ärzte verschreiben es Patienten und Patientinnen mit Depressionen. Ein weiterer Vorteil des Wirkstoffs ist seine Verfügbarkeit. Das Lithiumchloridsalz gibt es in Salzseen und Laugen, genauso wie in Heilquellen und das in erstaunlich hoher Konzentration. Nach Schätzungen gibt es weltweit Vorräte von mehr als 40 Millionen Tonnen. Dass es auch als Mittel gegen die Varroa-Milben taugt, erkannte das deutsche Forschungsteam nur durch Zufall in ihren Experimenten. Forschten sie zwar auch an Anti-Varroa-Mitteln, doch eigentlich wollten sie einen weitaus komplexeren Ansatz entwickeln, um lebenswichtige Gene der Bienenparasiten auszuschalten. Und ja, das sogenannte RNA-Interferenzverfahren funktioniert, doch zeigte sich während der Experimente eine deutliche, unkomplizierte und preisgünstige Option, um die Varroa-Milben zu bekämpfen. Denn in der Genmischung war offensichtlich etwas drin, was den Milben nicht bekam, die Bienen aber nicht störte. 2 Jahre dauerte es dann, auf den Mischungsbestandteil zu kommen, der dafür verantwortlich war, Lithiumchlorid eben. In einer Pressemitteilung der Universität schreiben die Verantwortlichen, dass bereits Gespräche mit Unternehmen bezüglich einer Produktentwicklung und Marktzulassung laufen. Bis dahin stehen wohl noch einige Tests an, beispielsweise zur richtigen Dosierung. Das Forschungsteam aus Hohenheim warnt ausdrücklich davor, den Stoff schon jetzt vor seiner Zulassung als Tierarzneimittel anzuwenden. Dazu Peter Rosenkranz. Selbstversuche mit Lithiumchlorid an den eigenen Bienenvölkern wären zum jetzigen Zeitpunkt fahrlässig und stellen darüber hinaus einen klaren Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz dar. So ist jetzt schon klar, dass Bienenlarven die Behandlung nicht überleben. Vorsicht ist also geboten. Es ist also noch etwas Forschung nötig, damit ein Mittel gegen die Varroa-Mittel auf den Markt kommen kann. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann abonniert Klicksum auch auf Englisch, denn auch da gibt es immer wieder Videopremieren. Dafür einfach hier draufklicken. Und hier geht's weiter mit Nanobots become reality, robots in your own body. Bis bald hoffentlich auch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.